Das ist die typische Bewegung von Rolf Ackermann, der Kontrollblack. Und, ist noch alles in Ordnung? Ja, sieht gut aus. Er ist nicht irgendwo der Elektriker, sondern vom Kölner Dom. Das macht Rolf Ackermann tagsüber. Am Abend hat er was anderes vor in Weibern in der Osteifel. Hier bin ich bei meinem Hobby, bei der Vogelzucht. Und bin jetzt bei der Abend- oder fange jetzt an mit der Abendfütterung. Das sind alles südamerikanische Zeisige, die ich jetzt hier innen habe. Hauptsächlich Kapuzenzeisige. Seltene Tiere aus Südamerika. Angefangen, meinen ersten Vögel 1975 gekauft. Mit wellensittichen Kanarienvögel angefangen. Seit 1980 dann eben die Piepmetzer aus Venezuela und Kolumbien. Und die bekommen nur Spezialfutter nach Geheimrezept von Rolf Ackermann. Ist schon eine zeitaufwendige Sache hier. Das muss man schon alles sehen. Das muss man auch wollen, oder? Vor allen Dingen, es gibt keinen Samstag, es gibt keinen Sonntag, es gibt kein Ding. Und nicht nur mal sage ich heute nicht. Gerade jetzt ist es besonders intensiv, denn es ist Brutzeit für den Vogelpapa aus der Eifel. Auch Deutschlands schönster Kapuzenzeisig bekommt Nachwuchs. Die sind jetzt so 4 da ungefähr. 4 bis 5 Tage. Die können noch gar nicht richtig gucken. Ne, die 6., 7. Tag gehen die Augen. Jetzt haben die Augen noch zu. Augen zu, Schnabel dafür aber verdammt weit auf. Und Hunger haben die den ganzen Tag, immer Hunger. Wenn ich meine Frau nicht hätte, die das ganze Spielchen hier so mitspielen würde, sprich morgens noch was füttern und so. Annette Ackermann sorgt dafür, dass die Vögel auch tagsüber in Betreuung sind und bringt ihnen morgens das Futter. Das ist so eine spezielle Mischung, die dann angesetzt wird mit Wasser und keimen. Die keimt dann einen Tag und dann kann man die füttern. Und da vorne ist ein Chicory, sehe ich jetzt richtig? Ja. Mögen die das? Ja. Alles für die Vögel. Annette Ackermann findet das sehr intensiv. Nervt das auch manchmal? Manchmal schon, ja. Aber ist halt so. Wie viel Zeit geht dabei drauf? Ich füttere morgens 1 Stunde und er 2, 2,5. Urlaub geht nicht. Frühestens Mitte September mal für ein paar Tage. Weil man kann das niemandem zumuten, morgens 1 Stunde und abends 2,5 Stunden zu füttern. Das geht einfach nicht. Und wenn es sein muss, sammeln Annette und Rolf Ackermann sogar Kräuter in der Natur. Alles für den Kapuzenzeisig, alles für den Vogel. Wir sagen, diese Pflege ist nicht nur liebevoll, sondern auch erfolgreich. 7-mal wurde er mit den Tieren deutscher Meister. Und das hintereinander, das kommt davon, wenn du nicht nur einen, sondern ganz viele Vögel hast. Die Urkunde und die Dingens, und dann wird die Nationalhymne gespielt auf der deutschen Meisterschaft. Also ist schon ein bisschen... Hat der Kollege auch ein bisschen dabei gelacht? Ja, da doch noch. Und tatsächlich, neben diesen Gewinnervögeln hat der Mann ja auch noch einen Job. Er ist in der Tat Elektriker am Kölner Dom. Da erlebt er jede Menge. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Musik.